Hallo, liebe Stadtquiz-Freunde. Das junge Rheinland ist natürlich keine Landschaft, sondern eine Künstlergruppe, die 1919 an die Öffentlichkeit trat. Auf Initiative von Herbert Eulenberg, Arthur Kaufmann und Adolf Uzarski schlossen sich in Düsseldorf Künstler eben zu diesem jungen Rheinland zusammen. Zum Mittelpunkt dieser Künstlergruppe gehörte die Galerie von Johanne Ey in der Düsseldorfer Altstadt. Das junge Rheinland pflegte mit anderen Künstlergruppen einen regen Austausch und mischte sich künstlerisch, literarisch, politisch, poetisch in verschiedene Aktivitäten und Ausstellungen mit ein. Zum jungen Rheinland gehörten unter anderem auch Otto Dix, Max Ernst, Ernst Gottschalk, Peter Jansen, Karl Schwesig, Karl Lauterbach und auch Gerd Heinrich Wollheim und natürlich noch viele andere mehr. Nach internen Streitigkeiten löste sich die Gruppe Junges Rheinland dann allerdings ab 1926 organisatorisch auf. Meine nächste Frage für nächste Woche lautet: In den 1920er, Anfang 1930er Jahren versetzte der Vampir von Düsseldorf ganz Deutschland in Angst und Schrecken. Wer war denn dieser Vampir wohl?